Hallo zusammen und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge RecoPlay. Heute wird es beim Kevin und mir nochmal schmutzig und holprig auf jeden Fall. Und wir drehen am Rad. Und wir drehen am Rad, genau. Wir widmen uns nämlich heute nochmal einem Rallye-Spiel und zwar heute einem Lizenztitel. Und heute geht es um World Rally Championship für die PlayStation 2 aus dem Jahr 2001. Und wie ihr hier seht, heute mal ein bisschen was Besonderes. Wir werden es nicht mit Controller spielen wie sonst, sondern wir haben hier tatsächlich ein Racing Wheel am Start. Womit dieses Spiel vor allem, finde ich, also deutlich nochmal an Spaß gewinnt und an Authentizität irgendwie. Also klar, bei Formel 1 spielen oder Gran Turismo oder sowas auch, aber ich finde gerade so dieses Offroad-Fahren mit diesem Force-Feedback, was du in dem Wheel hast, das macht schon echt richtig Spaß. Ja, weil du viel so ein bisschen sliden musst und so weiter, gerade in dem Rallye-Modus. Und deswegen finde ich es mit dem Lenkrad deutlich entspannter, als wenn das mit dem Controller wahrscheinlich spielt. Also du hast einfach mehr Flair, das Ganze gleich. Zumal im Zweispieler-Modus, den es hier im Spiel ja gibt, den wir auch gleich kurz mal zeigen werden, da müsste dann einer mit dem Controller spielen, weil wir haben halt nur ein Wheel. Ja. Und zu zweit an einem Lenkrad ist schlecht. Ja, wir werden immer so uneinig. Das ist immer so eine Zarre. Einer könnte die Pedale bedienen, der andere ist Lenkrad vielleicht. Aber ja, und am Schluss weint wieder eine, das holen wir dann auch nicht. Ja, World Rally Championship oder WRC, wie es ja auch abgekürzt einfach heißt, ist der erste Teil der World Rally Championship Spieleserie, die es tatsächlich bis heute noch gibt. Zwischen 2001, also mit dem ersten Teil hier, und 2005 wurden die Spiele hier von den Evolution Studios gemacht im Auftrag von Sony. Und Sony hat aber nur bis 2005 die Lizenz von World Rally Championship gehabt. Dann kam wohl 5 Jahre anscheinend tatsächlich überhaupt kein Lizenzspiel der WRC. Hat mich ein bisschen gewundert. Mhm. 2010 hat man die Serie dann wieder neu belebt durch die Firma Milestone SRL. Die kennen wir ja auch. Die machen ja im Moment die MotoGP-Reihe aktuell. Die haben es bis 2015 gemacht und seit 2015 macht das die Firma Kyloton oder Kyloton, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Ich muss gerade mal auf den Spickzettel gucken. Kyloton irgendwie, oder Kyloton. Kyloton, glaube ich, klingt Kyloton am besten. Ja. Klingt am geilsten, Kyloton. Klingt am bayerischsten, meinst du? Genau, das auch, ja. Ja, kurioserweise hat man, als man 2010 diese Serie hier wieder belebt hat, wieder mit Teil 1 angefangen, anstatt weiterzuführen, was ein bisschen kurios ist. Also man hätte es ja auch nach der Jahreszahl, also 10 machen können. Bei den Sportspielen kennen wir es ja. Wie man es bei den Sportspielen, bei 2K-Reihe oder sonst irgendwas macht. Genau. Ne? Aber wahrscheinlich hätten sich dann alle gefragt, wo ist denn jetzt Teil 6 bis 9? Von daher haben sie dann gesagt, ja gut, dann fangen wir wieder von vorne an. Es kommt allerdings auch nicht jedes Jahr inzwischen ein World Rally Championship Spiel raus. Das heißt, aktuell, wir nehmen jetzt Ende 2023 auf, ist der aktuelle Teil nicht World Rally Championship 13, wie man jetzt meinen könnte, sondern ich glaube 10 ist der aktuellste. 10 oder 11 oder irgendwas so aus dem letzten Jahr von 2022. Quasi dann auch, Genau, irgendwie kam mal ein Jahr lang nichts oder also ein bisschen kurios und ein bisschen durcheinander, aber jetzt wisst ihr ja im Prinzip alles Bescheid. Das stimmt. Ja, die Evolution Studios hier, die gab es zwischen 1999 und 2016, wurden gegründet von Martin Kenwright und Ian Hetherington. Sehr schön, hast du das gesagt. Gell? Ohne drauf zu gucken. Genau, die Firma ist entstanden aus der ehemaligen Firma Digital Image Design und die wurden irgendwann aufgekauft von der Firma Infogrames. Mhm. Das muss wohl laut dem Martin Kenwright eine nicht ganz so schöne Übernahme der Firma gewesen sein, sodass er dann entsprechend aus der Firma ausgeschieden ist. Und Sony ist dann an ihn wohl rangetreten und hat ihm ein PlayStation 2 Development Kit angeboten und gefragt, ob er Lust hätte, mit dieser World Rally Championship Lizenz Spiele herzustellen. Mhm. Und so ist es dann ja auch gekommen, die nächsten 5 Jahre hat er das mit seiner Firma entsprechend gemacht. Die wurden 2007 dann auch von Sony übernommen und 2016 wurden sie dann entsprechend irgendwann geschlossen. Mhm. Da sind dann viele Angestellte wohl zur Firma Codemasters gewechselt, die ja heute die F1-Serie betreuen. Also sie sind im Genre Rennen zumindest treu und geblieben. Ne? Die haben dann noch Codemasters, war dann noch ein anderes Rennspiel. Also Formel 1 weiß ich, ist das aktuell von den Codemasters. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr mit Codemasters verbinde ich noch irgendwas, aber es dämmert gerade nicht. Die haben Micro Machines damals gemacht. Das habe ich aber nicht gemeint. Aber da weiß ich nicht, ob die aktuell noch eine Lizenz dafür haben. Nee, also wenn es euch einfällt, gerne in die Kommentare. Irgendwas habe ich da im Hinterkopf, aber ich habe ja so viel in meinem Hinterkopf, was da nicht hingehört. Von daher. Ja, stimmt. Das ist richtig. Ja, ansonsten hat Evolution Studios hier die restlichen World Rally Championship Spiele für die PlayStation 2 noch gemacht. Hier habe ich jetzt Teil 2 bis 4. Es gibt auch noch einen quasi Teil 5, der heißt World Rally Championship Evolved. Den habe ich jetzt noch nicht.
Dann die Drive Club Serie. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt. Nee. Ob du da mal ein Spiel gespielt hast. Ich glaube, da gab es auch mehrere Teile. Ich war schon abgelenkt von dem, was du gerade in der Hand hast. Ja, das denn das diese tolle so, Fundraiser-Reihe hier haben sie auch gemacht. Ich glaube, exklusiv für die PlayStation 3 ist die gewesen. Motorstorm. Ja. Und da gibt es zwei oder drei. Es gibt noch Pacific Rim oder Pacific Rift oder sowas. Genau, den habe ich aber leider nicht. Den habe ich, glaube ich. Das, oh, das den kann ist, ich ja, dir, das wollte ich gerade sagen. Den kann ich dir günstig besorgen von einem Bekannten, also von mir. Sehr gut. Du hast ja keine PlayStation 3 mehr am Start. Deswegen, jetzt. Genau. Ja, wir unterhalten aber uns nachher nochmal. Ich habe mir das damals mal aufgehoben, falls es irgendwann mal die Möglichkeit geben sollte, doch abwärts zu spielen. Aber jetzt habe ich den Publisher gewechselt. Jetzt ist mir es egal. Sehr schön. Nee, macht aber Spaß. Also ist schon eine Mordsgaudi auf jeden Fall. Das ist das Megaspiel. Und du kannst auch unterschiedliche Gefährten. Gefährte fahren. Gefäße. Gefäße kannst du auch nicht fahren. Also ich glaube, das müssen wir auch mal vorstellen. Der nächste irgendwann mal. Das hat mega Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wobei PlayStation 3 ist ja noch nicht retro eigentlich. Ja, ne? Stimmt. Hast du wieder recht. Ja, stimmt. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Wir machen einen eigenen Kanal auf. Nur mit PlayStation 3 stimmt. Spielen. Da habe ich auch so ein paar hier stehen. Da haben wir ja auch gesagt, ist ja vollkommen richtig der Einwand. Von daher müssen wir uns vielleicht gibt es ja mal die Möglichkeit, eine Sonderfolge zu machen. Das können wir machen. Da können wir einfach mal alle drei Spiele dann vorstellen. Genau. Nee, aber hast völlig recht, bei Motorstorm kann man verschiedene Fahrzeuge fahren. Also da fahren Motorräder gegen LKWs, gegen Jeeps, gegen weiß nicht was. Ja. Also ist schon richtig. Aber wir schweifen ab. Wir schweifen ein bisschen ab. Der Publisher hier, Sony, über den haben wir jetzt schon so oft was erzählt, da würde ich einfach mal euch hier oben die Folge X-Files The Game verlinken. Die kannst du jetzt noch nicht sehen, Kevin. Das kommt erst später in der Bearbeitung. Ich wollte gerade sagen. X-Files The Game, was wir euch hier mal vorgestellt haben, in der Folge 168 verlinken. In der PlayStation 1 und in der PC-Version, da haben wir hier über den Publisher Sony Computer Entertainment, wie sie damals ja noch hießen, jede Menge erzählt. Wer da noch ein paar mehr Infos haben möchte über die Firma, kann da einfach mal ein bisschen reinschauen. So, Kevin, wir haben jetzt ein, ja, man muss sagen, fast voll lizenziertes Spiel der FIA zur World Rally Championship. Wer fehlt denn? Es fehlt, oh verdammt, ja, wir haben drüber gesprochen. Ich habe einen Hänger. Warte, ich greife mal ganz. Natürlich. Entschuldigung, es fehlt natürlich Colin McRae, weil der seine eigene Spielereihe hatte. Richtig, genau. Colin McRae und wahrscheinlich ist das sogar das, was du gemeint hast. Die ist nämlich von Codemasters. Das kann sein, dass ich die mit genau, das wird sein, genau. Da, also der ist definitiv nicht dabei, denn der hat seine eigene Spiele-Serie bei Codemasters. Ich glaube aber heutzutage nicht mehr. Ich weiß nicht, wie viele Teile es davon gab. Ich habe jetzt zwei Stück hier für die PlayStation 1 ja noch. Also das ist schon wirklich lange her. Ne? Genau. Weiß aber nicht aktuell, ob da noch Spiele rauskommen. Ja, weiß ich jetzt bei dem auch nicht. Aber war also einer der besten Rallye-Fahrer, Colin McRae. Ja, und das Spiel hier basiert auf den Daten der World Rally Championship von 2001, die mit 14 Rallyes auf 4 Kontinenten stattgefunden hat. Und zwar zwischen Januar und November in diesem Jahr. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen erstaunlich, weil das ist ja quasi fast eine Ganzjahresveranstaltung. Du hast nicht viel Pause zwischendrin, das stimmt. Dann gibt es im Dezember und dann geht es im Januar wieder mit der nächsten los, oder was? Dadurch, dass du aber halt 14 Rennen hast, sag mal, du hast ja jetzt quasi eins oder zwei vielleicht manchmal pro Monat. Ja, aber das ist schon. Monat ist ja schon. Ich wollte gerade sagen, das ist schon ordentlich. Das ist nicht gerade wenig eigentlich. Und wenn es mal mit der Formel 1 vergleicht, die einen Kalender haben von, was ist das, März bis. Oh, das weiß ich nicht. September, würde ich mal sagen, ist das schon deutlich, mit der Rallye deutlich. Gestreckt er das Ganze, Ja, Weltmeister in dieser Saison wurde Richard Burns mit einem Subaru, glaube ich, war das. Und der Mann ist tragischerweise tatsächlich 4 Jahre später, nämlich 2005, an einem Hirntumor gestorben, mit gerade mal 34 Jahren. Also keine schöne Sache eigentlich. Nee, das stimmt, ja. Ja, Kevin, die World Rally Championship, was kannst du denn unseren Zuschauern jetzt an geballtem Fachwissen vermitteln zu dieser Rennserie? Nicht. Nein, Quatsch. Nicht, natürlich. Also, wir haben ja gesagt, es gehört zur FIA, hat man ja auch schon mehrfach darüber gesprochen, die Fédération Internationale d'Automobile, ist eigentlich die Königsklasse im Rallye-Sport, ist die höchste Klasse, so wie es die Formel 1 im Rennsport ist. Die höchste Klasse ist hier die World Rally Championship. Es gibt ja noch kleinere Ligen drunter, die WRC 2 gibt es, glaube ich, und die drei und es gibt eine JWRC, also wahrscheinlich die Junior World Rally Championship. Vollkommen richtig, Ist ja auch konform mit der F1 eigentlich, wo es die F2, F3 und sowas gibt. Oder auch die Klassen drunter hast und auch immer noch eine Nachwuchsliga, dass du dich quasi dafür empfehlen kannst. Du hast mehrere Rennen im Jahr, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, immer so zwischen 13 und 16 variiert pro Saison auch irgendwie. Ne? Genau, du fährst auf mehreren Kontinenten. Du fährst auf mehreren Untergründen. Das heißt, du fährst teilweise auf abgesperrten, normalen Straßen. Ja. Deswegen ist es wichtig, dass alle Autos eine Zulassung quasi auch haben. Wo wir auch gleich schon mal dazu kommen, warum.
du fährst auf Asphaltpisten, du fährst zum Beispiel die bekannteste Rallye. Die bekannteste Rallye, leck mich aber, das geht nicht, ist die Paris-Dakar, ja. Wo auch schon viel gehört. Da geht es ja einfach wirklich komplett durch die Wüste, ja. Also durch ja. Sand. Ja. Dann hast du zum Beispiel in Schweden, wo du wahrscheinlich immer das Pech hast, weil es dir da immer relativ kalt ist, mhm. dass du da Schnee und Eis und so weiter mhm. hast. Das heißt, du hast unterschiedliche Begebenheiten, mit denen ja. du dich zurechtfinden musst. Werden wir am Spiel gleich nochmal sehen. Ja, mit Sicherheit, ja, genau. Ja, und du hast, ansonsten ist es ähnlich wie bei der Formel 1, du hast einen Weltmeister, der gekürt wird, mhm. mit der Punktevergabe, die glaube ich auch sogar ähnlich ist mit 25 für den ersten. Das weiß ich nicht, das kann sein, ja. Die kam mir relativ ähnlich vor, als ich überflogen habe. Und du hast auch einen Konstrukteurstitel, mhm. quasi das gleiche wie man es bei Formel das 1 hat. Das ist alles sehr, sehr ähnlich wie bei der Formel 1. Ja, oder ne? wie beim Motorrad, bei MotoGP, mhm. was Arten hat, ist es da quasi genauso. Ja. Was haben wir noch? Die Strecken haben wir angesprochen, glaube ich. Gegründet. 1973, ach, ja, genau. Das erste Mal auch eine Welt- oder eine Championship veranstaltet. Ja. Und es war quasi so eine Zusammenführung aus der Europameisterschaft und mhm. der Meisterschaft der Marken, wie sie wohl damals noch hieß. Und das hat man zur World Rally Championship ja. vereint. War ja, glaube ich, irgendwie erstmal zu Anfang des 20. Jahrhunderts, so mhm. 1910 irgendwas ja, rum. Das erste richtig. Mal, ich glaube, Monte Carlo war da der erste ja. Austragungsort irgendwas korrekt, oder ja. die erste Veranstaltungsstätte. Ja. Ne? Genau. Ja, es wird, hast du noch irgendwie recherchiert, an mehreren Tagen. Stimmt, also es dauert mehrere Tage. Genau, es geht ne? immer meistens entweder von Donnerstag bis Sonntag oder von ja. Freitag bis Sonntag, ja. wo du quasi ein Rennwochenende hast mit verschiedenen Abschnitten, dann einfach ja. mit verschiedenen Etappen, so wie wir es ähnlich haben beim Radfahren, da hast du auch ja. verschiedene Etappen und da hast du verschiedene Etappen auf deiner Rallye in dem Part oder in dem Stück, wo du bist. Mhm. Was ganz interessant ist, du hast ja auch so sogenannte Zwischenetappen, mhm. die zwischen diesen normalen Rallye-Etappen quasi ja. stattfinden, die quasi einfach als Überführungsetappen dienen. Die aber nicht in die Wertung eingehen, mhm. aber trotzdem, einmal fahren, werden die auf öffentlichen Straßen gefahren, deswegen braucht man die Zulassung, was wir schon gesagt haben. Mhm. Und du hast ein gewisses Limit, was du einhalten musst. Mhm. Wenn du es in der Zeit nicht schaffst, bekommst du eine Strafe. Okay. Und selbst habe ich gelesen, wenn du zu früh dran bist, was ich ein bisschen merkwürdig finde, aber ich muss, also stand zu früh oder zu spät kannte ich schon. Zu früh hat mich etwas schon. Wenn du vor der Ziellinie stehst und guckst auf genau. die Uhr, ich muss noch 10 Minuten warten, bis ich drüber fahre. Fahr drüber, ich kann nicht. Ja, war ja. ganz interessant eigentlich. Das heißt, ja. du darfst dich dann auch nicht wie die Axt im Wald da verhalten ja. auf der Straße, weil genau. dann kannst du deinen Lappen auch verlieren, wenn richtig. Die Polizei dich abkassiert. Ja? Korrekt. Und dann ist es immer gut, wenn man den Beifahrer dabei hat und dann muss der übernehmen. Richtig. Genau, für alle Fälle kann der da quasi nochmal einspringen. Ja. Vollkommen richtig. Aber jetzt muss ich mir eine ganz wirklich dumme Frage stellen. Du darfst auch gern lachen. Wenn die jetzt 3 Tage fahren, fahren die da 24 Stunden am Stück oder ist das mit Pause und die Übernachtung? Haben schon Pause dazwischen okay. und Übernachtung dazwischen. Weil ich das war eine dumme Frage. Ja, weil, nee, ich weiß, dass ich irgendwann mal Material gesehen hatte, wo ja. die dann auch irgendwie nachts unterwegs gefahren sind. Ja, sag mal, es gibt bestimmt auch gewisse Rallyes, wo dann quasi vielleicht auch dann über Nacht fahren, je ja. nachdem, wie lang die Etappe ja. vielleicht einfach auch ist. Ja gut, ist. Oder sowas. Ja, wenn ja. du halt so lange brauchst, genau. kann sein, dass das du auch. Die Nacht fährst. Ja. Aber das, ich denke mal, vielleicht wollen sie auch das bisschen Abwechselnde von den Begebenheiten mit Tag und ja. Nacht, dass du da nochmal die Unterschiede hast, ist ja auch nicht unbedingt einfach. Wobei es halt bei den öffentlichen Straßen halt nicht so ohne ist. Ich weiß nicht, ob du das immer so einfach absperren kannst. Ja, dann. Wahrscheinlich. Dann ist es eher sowas von Asphalt oder Wüstenstrecken, da kannst du eher mal vielleicht im Dunkeln fahren. Das stimmt, ja. Ja, dann hast du noch rausgesucht, seit letztem Jahr, also seit 2022, gibt es eine besondere Regelung genau. bei der World Rally Championship. Genau, es ist also so, dass die quasi eine nachhaltige Zukunft quasi damit oder für die nachhaltige Zukunft quasi sorgen möchten, weil sie auch einen eigenen Treibstoff quasi entwickelt haben mit einer Firma. Ah, okay. Der quasi in den Motoren da quasi drin oder betankt wird, ja. in dem Motor quasi drin ist und der soll quasi auch durchs Rollen oder das Bremsen quasi automatisch wieder Kraftstoff erzeugen und dann quasi wieder Energien aufladen. So ganz das grob das Ganze. Keine schlechte Sache eigentlich. Finde ich super. Also. Finde ich eine super Idee, das Ganze so zu machen und ja. auch mit der Firma das Ganze so zu entwickeln, um einfach nachhaltiger zu sein. Mhm. Ich denke mal, das ist im Moment überall ein Thema. Von daher finde ich das gerade bei so einer Rennsportklasse, wo man es nicht unbedingt vielleicht denkt, ein sehr guter Vorreiter. Ja. Ist das denn was Zusätzliches oder haben die alle Fahrzeuge dann oder müssten alle Fahrzeuge umgestellt werden? Die müssen alle umgestellt werden. Das heißt, die fahren jetzt alle zu 100%? Also so war mein Stand, dass die jetzt wirklich alle so fahren. Wenn ihr da was anderes wisst, wenn ich da falsch recherchiert habe, gerne mal schreiben. Aber so ist mein Stand, dass die alle damit fahren und umgestellt haben, weil die es ja extra dafür entwickelt haben, auch das Ganze. Ja, schöne Sache. Ja. Ja, ansonsten kann man auch sagen, der erste Weltmeister war damals Jean-Claude Androuet 1973. Allerdings gab es zu der Zeit noch keine Fahrerwertung. Das heißt, der erste echte Weltmeister war eigentlich Björn Waldegård 1979, denn 1979 wurde erstmals die Fahrerwertung auch eingeführt. Gutes Davor gab es nur die Konstrukteurswertung, ich weiß, ja. Ja, erfolgreichster Weltmeister. Ja, Sebastian Loeb.
Genau, mit insgesamt 9 Championship-Siegen hat er recherchiert und erfolgreichstes Team ist wohl Lancia mit 10. Hätte ich es gar nicht so erwartet, Lancia, aber ja gut. Ja, bekanntester Deutscher natürlich mit Sicherheit Walter Röhrl, den man kennt, der auch ziemlich lang gefahren ist, glaube ich, ne? Von 73 bis 87. Der ist lang gefahren, ja. 2 Weltmeistertitel geholt in der Zeit. Ja. Ich glaube, 14 Rallyes gewonnen, glaube ich, in 87 Rennen, meine ich, sowas die Zahl. Ja. Aber wie gesagt, der erfolgreichste deutsche Rallye-Fahrer. Ja. Und immer wieder interessant, du hast immer wieder Sportler aus anderen Sportarten dann auch mal gehabt. Ich weiß, es gab zum Beispiel einen Ski-Alpin-Fahrer aus Frankreich, Luc Alfort, glaube ich, also der auch dann später Rallye gefahren ist und wirklich ganz, ganz... Erfolgreich gefahren ist, oder? Ja, also nicht so abgeschlagen war, also war jetzt nicht ständig Weltmeister, war aber auch teilweise mit vorne dabei. Also du hast da auch mal ein bisschen so Quereinsteiger aus anderen Sportarten quasi da mit drin. Und der Walter Röhrl ist, glaube ich, Opel gefahren die ganze Zeit, Ich meine, der war Opel. Oder also man verbindet ihn hauptsächlich mit Opel. Ja. Wir ja auch, von daher. Ja, richtig, genau. Ja, dann kommen wir mal zum Spiel an sich. Wir haben hier 4 Spielmodi. Das heißt, wir können entweder ein Einzelrennen fahren, können ein Tournament fahren, ein Zeitrennen oder es gibt bestimmte Herausforderungen, die man machen kann. Können wir gucken, wo wir jetzt gleich überall dann reinspielen. Und wie gesagt, es gibt einen Zwei-Spieler-Modus hier. Mit da dem spielen man wir auf jeden Fall rein. Kann man da Karriere fahren oder war das nur Einzelrennen? Da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Bin ich jetzt auch nicht mehr sicher. Müssen wir gleich nochmal gucken. Wir gucken im Gameplay rein. Ich weiß, wir haben es zwar schon gemacht, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob es wirklich eine Karriere war oder ob wir einfach ein paar Strecken ausgewählt hatten. Ansonsten gibt es hier auch ein Schadensmodell. Das heißt, man muss tatsächlich wirklich gucken, dass man nicht überall reinfährt und die ganze Zeit irgendwo vielleicht, keine Ahnung, einen Hang runterrutscht oder sonst irgendwas. Das heißt, es gibt, glaube ich, 4 verschiedene Bereiche. Lenkung, Stoßdämpfer, Öl und noch irgendwas. Mhm. Die werden am rechten unteren Bildschirmrand angezeigt. Mhm. Wenn die rot sind, ist es kaputt und dann hat man keinen Spaß mehr zu fahren. Dann geht das tatsächlich bis zur Unfahrbarkeit des Fahrzeugs. Das ist teilweise echt schlimm, richtig, ja. Aber das macht Spaß, weil es einfach so ein bisschen Realismus noch drin hat. Ja. Aber es ist auch nicht zu hart eingestellt, sodass du auch mal irgendwo dagegen fahren kannst, ohne das gleich alles zu machen. Ich glaube, in heutigen Teilen ist das deutlich simulationsmäßiger noch drin. Also das ist eher schon so ein bisschen arcadiger, wenn man das jetzt in dem Fall in Anführungszeichen noch so nennen möchte. Auf jeden Fall. Ja. Ansonsten haben wir die ganze Zeit einen Co-Pilot dabei, der uns auch die ganze Zeit zutextet von rechts. Oh. Verdammt. Nee, wir fahren in England, deswegen. Dann stimmt's wieder. Genau, und der, da werden wir vielleicht nachher nochmal kurz drauf eingehen, der sagt ja immer ganz kuriose Sachen, die man sich erstmal denken muss. Ja. Rechts 3, rechts 6 und sowas. Das habe ich schon rausgefunden. Je höher die Zahl, desto schärfer ist die Kurve. Also rechts 6 ist eine ziemlich scharfe Kurve. Rechts 2 ist dann nur so ein bisschen. Wobei ich diese Ansagen manchmal auch ein bisschen verwirrend finde. Es ist zu viel vor allem, finde ich. Es ist manchmal wirklich zu viel. Also ich finde es gut, dass sie drin haben, einfach den Realismus zu haben. Wenn die Straße halt wirklich so geht... Ja. Und dann redet der permanent und du bist schon in die zweite Kurve reingefahren und der redet immer noch. Du kannst überhaupt nicht mehr merken, was da überhaupt dran war. Also ich finde es schon krass, dass sie es so mit eingebaut haben, weil so ist es ja dann echt. Und du fährst ja quasi mit, weil ich sag mal, er kann nicht auf seine Karte schnell gucken, während er fährt, wie wir das machen können. Aber das ist schon cool, aber es ist heftig. Und es ist ja teilweise wirklich nicht ungefährlich. Ne? Haben wir noch gar nicht eben angesprochen. Stimmt. Es gibt ja tatsächlich auch jedes Jahr Todesfälle. Und zwar nicht nur bei den Fahrern, sondern auch beim Publikum. Ja, weil du einfach viele Leute auf der Straße stehen hast und die brettern halt einfach mit einem Tempo da entlang. Und da kannst du leider auch mal in die Zuschauer einfach reingehen. Die sind zwar ein bisschen abgesperrt, aber wenn du von der Piste abkommst... Ja, und das ist ja unberechenbar manchmal. Ne? Ja. Und so. Jedenfalls, wir haben hier auch, wie du schon angesprochen hast, ganz unterschiedliche Untergründe und die wirken sich tatsächlich auch wirklich gut aufs Fahrverhalten aus. Ja? Stimmt, also auf dem Schnee rutscht man oder auf dem Eis rutscht man tatsächlich echt ziemlich krass. Mhm. Auf der Schotterpiste rutscht man auch so ein bisschen und ab und zu gibt es auch ein bisschen Asphaltstrecke, dann fährt sich das ganz anders wieder. Das stimmt, das stimmt. Genau, ansonsten gibt es 6 verschiedene Fahrzeuge hier, die man fahren kann und es gibt 5 Perspektiven, in denen man wählen kann. Das ist eigentlich ganz gut. Also sowohl von der Chasecam View hinter dem Fahrzeug, was ja immer mein Favorit ist, bis zur Stoßstangenansicht ist eigentlich jede Größe dabei. Für jeden was dabei. Genau. Es ist auch wirklich gut gemacht, weil wenn man irgendwie ein paar Mal gegen einen Baum gefahren ist, dann ist auch wirklich ein Riss in der Windschutzscheibe drin. Genau. So wie wir das aus Test Drive zum Beispiel noch kennen. Ja, genau. Und dann ist die Ansicht fast nicht mehr zu gebrauchen. Ja, also dann muss man schon in eine andere schalten, damit man überhaupt noch fahren kann. Das stimmt. Es ist natürlich realistisch. Aber es ist auch fies, das wird ihr auch sehen, in der Cockpit
an sich hast du halt teilweise immer den Scheibenwischer vorne dran, der stimmt, auch auf Dauer ein bisschen stimmt, nervig sein kann. Das Wetter ist natürlich auch hier ja wechselhaft. Was ich aber auch wieder gut finde, weil es ist wieder Realismus, aber es nervt manchmal ja, es ist beim also, Fahren. Ja, ja, es nervt und du kannst, wie gesagt, manchmal kannst du einfach nicht mehr fahren. Ja. Du, siehst, genau, du siehst de facto nicht. Ich kann manchmal auch nicht mehr fahren, das hat dann nichts mit dem Scheibenwischer zu tun. Sehr schön. So, Coverversionen können wir uns heute tatsächlich schenken, denn in Japan gab es keine Veröffentlichung des Spiels und in Amerika hat man hier tatsächlich 1:1 das gleiche Cover bemüht. Also ein Reifenabdruck, genau. Wahrscheinlich durch Schnee, wenn alles auf weiß gelayoutet ist oder es soll eine Bremsspur sein, aber dann wäre es ja mehr gezogen, vermutlich eher. Ne? Und auf jeden Fall ist es gefährlich, weil ja, da steht dangerous. Warning, Motorsport can be dangerous. Ausrufezeichen. Okay. Ist eigentlich nichts Neues. Gut, so, dass er es gesagt hat. Genau. Schauen wir mal, was denn hier die Verpackung verspricht. Mit offizieller Lizenz. World Rally Championship enthält alle Wagen, alle Strecken und die offiziellen Fahrer und Beifahrer der Saison von 2001. Dann gibt es vielleicht noch ein paar mehr Fahrzeuge freizuspielen. Ich glaube nicht, dass nur 6 Autos da gefahren sind. Das wollte ich sagen, das ist zu wenig. Das kann auch sein, dass wir noch ein paar freispielen können. Ja, ja, genau. Erlebe die Power der World Rally Championship, wenn Fahrer und Wagen sich extremen Naturgewalten stellen und ums Überleben kämpfen. 81 befahrbare Strecken mit viel Umgebung plus 10 2-Spieler-Etappen für 2 Kämpfe. Da haben wir schon die Antwort. Müssen wir gar nicht reingucken. Also es gibt 10 Strecken. Ich glaube sogar, waren da nicht sogar irgendwie ein paar extra nur für den 2-Spieler-Modus gemacht? Mal gucken, bin ich jetzt gar nicht mehr sicher. Weiß ich auch nicht mehr, genau. Wagen, die staubig, schlammig und schneebedeckt werden und sogar Kollisionsschäden erhalten können. Umfangreiche, detaillierte 3D-Cockpits und Fahrer, die mit Hilfe der Inverse-Kinematics-Technik lebensnah animiert wurden. Muss ich auch mal sagen, also für die Zeit 2001 sieht das schon sehr anständig aus. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ist einfach auch gut gealtert. Danke, wollte ich gerade, genau das wollte ich gerade sagen. Ja. Hergestellt in Zusammenarbeit mit Rallye-Teams aus der ganzen Welt. Von extremen Minusgraden in Schweden bis zur äquatorialen Hitze in Kenia. Die World Rally Championship wird ein Angriff auf die Sinne sein. Das wird's ja. Auf jeden Fall. Nehmen an der WRC-Herausforderung teil. Das ist eine einzigartige weltweite Herausforderung, in der es exklusive Preise zu gewinnen gibt. Ah, ich weiß nicht, ob der Online-Modus noch funktioniert. Müssen wir mal testen. Ich vermute eher nicht. So, dann gucken wir mal hier rein. Wir haben hier neben der Scheibe einmal die Anleitung. Dann das hier lag dabei, als ich es gekauft habe, so ein Cheatcode. Es gibt hier tatsächlich ein paar ganz witzige Sachen. Mit dem Einschied kann man erhöhte Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit machen. Der Beifahrer gibt Anweisungen mit einer Piepstimme. Macht sich besser. Autos ohne Karosserie, finde ich auch gut. Okay. Fliegende Autos im Replay. Kameraperspektive von oben ist bestimmt auch spannend. Okay. Invertierte Kameras, das ist auch ganz cool. Yeah. Man sieht es ja auch hier schon. Ja, visuelle Unterwassereffekte und psychedelische visuelle Effekte. Also okay, wem das noch nicht genug ist, das Spiel so zu spielen, der kann sich ja noch ein bisschen austoben. Der kann sich den Kick holen. Genau, dann haben wir wahrscheinlich das, worauf eben hingewiesen wurde, die WRC Challenge. Hier konnte man einen Mitsubishi Lancer Evolution gewinnen. Der ist, glaube ich, auch im Spiel drin, als Fahrzeug. Aber eine ganz schöne Broschüre eigentlich. Ne? Wird hier ein bisschen das Auto vorgestellt. Dann haben wir hier tatsächlich 1:1 das Racing Wheel, was wir auch hier gleich dann bemühen werden. Das gute Logitech. Mit einem, ja, heute etwas orthopädisch aussehenden Gestell irgendwie drumherum. Ja. Aber mit einem Original Recaro Sportsitz wenigstens. Ja, genau. Aber das Gestell drumherum ist ja irgendwie, keine Ahnung. Es sieht schon sehr, naja. Gut, so war es halt einfach zu der Zeit. Ich finde es ganz schön, hier unten tatsächlich dann auch ein paar Fotos, ne, wo die Dinger mal gestanden haben. Ja, finde ich cool. Das ist schon echt ganz cool gemacht. Genau, dann haben wir hier die Termine der Rallye-Wochenende. Hier wird schon auf die nächste. Ja, müssen wir am 21. erstmal mal gucken, ob wir Zeit haben. Da fehlt noch eine 2 vorne dran. Selbst dann wäre es schon zu spät gewesen. Oh, stimmt. So, dann haben wir hier Werbung für den Vega TV von Sony. Flat out, genau. Dann nochmal Werbung hier für die eben schon gesehenen Recaro Sportsitze. Win the race. Genau. Wofür steht die Abkürzung WRC? World Race Contest, World Rally Championship oder World Racing Cup? So, Kevin, erzähl doch mal. Bin mir nicht so ganz sicher, wir haben ein Rallye-Spiel, was könnte es wohl sein? Ich bin für World Racing Cup. Ja. So, dann hier auch nochmal für das Force Feedback Wheel hier von Logitech, was wir gleich haben werden. Also eine ganz nette Broschüre. Ne? Kannst du das auch für den PC benutzen? Nee, es hat auf jeden Fall einen USB-Anschluss. Also es wird ganz normal per USB mit der PlayStation 2 verbunden. Weil ich habe schon ähnliches, ich habe nicht das gleiche gehabt. Ich habe ein ähnliches gehabt, aber da ist ja logischerweise die Knöpfe und die Controller.
Ja, aber es kann trotzdem sein, dass es mit dem PC funktioniert. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also das hier schraubt man quasi an den Tisch. Genau. Ich hier zwei Schrauben. Und das ist einfach das gleiche Funktionalität. Genau, einfach, und es ist allerdings auch ein Standfuß, glaube ich, dabei gewesen, dass du es auf den Tisch stellen könntest, umzulenken. Aber das mit dem Dranschrauben, das geht super einfach und es hält wirklich bombenfest. Ja, genau, so kann es für den PC damals nämlich auch. Das hat immer Spaß gemacht, dann, wenn du mit dem Lenkrad gespielt hast. Besser als mit dem Controller. Ja. Genau, so Benutzung des USB-Anschlusses, hier der Zweispieler-Modus, dann nochmal dann hier vom, was ist denn die ISC jetzt schon wieder? David Richards, ISC-Vorsitzender. International Championship. Irgendwas von der FBA wahrscheinlich. Nee, weiß ich jetzt auch nicht. Ich recherchiere es nochmal und ihr habt das dann hier eben jetzt gerade unten im Text gelesen, was die ISC gewesen ist. Wenn ich es rausfinde. Ansonsten schreib es in die Kommentare. So, hier haben wir wieder die sinnloseste Ansicht überhaupt. R2 ist die R2-Taste, echt? Dreieck ist die Dreieck-Taste. Das finde ich mal schön. Immerhin. Ist Dreieck ist wirklich die Dreieck? Ich bin mir nicht sicher. Und wenigstens haben sie es hier das ist okay, unten dann erklärt. Das lasse ich mir gefallen. Das ist das, was man eigentlich braucht. Genau, alles andere ist ein bisschen unnötig. Genau, wichtig ist, man muss das Racing Wheel, wenn man damit fahren möchte, bei dem Titel zumindest, bei dem ersten, zuerst im Menü aktivieren. Ansonsten funktioniert es nicht. Hm, stimmt, hatten wir ja. Genau, ich meine bei den anderen Teilen, entweder weil wir es dann schon mal irgendwie angeschlossen hatten, haben sie es direkt erkannt. Beim ersten, wenn man es das erste Mal anschließt, muss man es tatsächlich erst im Menü einstellen. Genau, hier gibt es nochmal ein anderes Modell hier, das Speedster 2 Lenkrad. Hat dann hier entsprechend noch einen Schalthebel das dabei. Das ist uns zu schnell. Da wir beide ja meistens nicht so die Schaltfreunde sind. Ja. Wir brauchen ein bisschen länger, bis wir schalten. Genau, aber guck mal, hier ist ganz schön, der 2001-Kalender hat in Monte Carlo angefangen, 18. bis 21. Januar und dann Schweden, Portugal, guck mal, ist aber eigentlich, Spanien okay, und so weiter. Du hast im März hast du mal zwei, dann hast du wieder Mai, Juni, Juli, August, September. Da haben sie am Anfang mal so ein bisschen und am Schluss wurde es dann... Naja, dann sind zwei in einem Monat. Ne? Ja. Das ist schon krass. Ja. Vor allem, wenn du denkst, die ganzen Reisen dann auch noch. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist nicht ohne. So, speichern können wir hier natürlich. Hier Auswahl der Schwierigkeit und des Teams. Dann haben wir hier die Etappeninfo, das ist alles sehr schön aufgemacht. Ja. Entsprechend kann man hier die Wageneinstellungen nochmal modifizieren. Ja, das heißt, er gibt aber, es ist wirklich sehr, sehr casual-mäßig gemacht. Also er gibt hier oben auch immer an, welche Einstellungen wofür empfohlen werden, einfach dann. Ne? Das ist ganz nett. Kannst du zwar jederzeit anpassen, aber gerade bei Schnee und so weiter sollte man schon bei den Einstellungen bleiben, die er eigentlich eingestellt hatte. Ja, genau. Man kann hier zweimal pro Saison ist es, glaube ich, einen sogenannten Shakedown machen. Das heißt, dann darfst du die Strecke mal anfahren mit deinem Set, was du hast. Okay. Und wenn es dir nicht passt, kannst du es nochmal ändern. Entsprechend. Okay. Ja. So, dann haben wir hier Etappe beenden. Das ist logisch, wenn man durchs Ziel fährt. Meistens, ja. Oder wenn man rausfliegt. Genau, dann hier über den Modus Einzelrallye, dann hier über das Zeitrennen, dann WRC Herausforderung heißt hier, das ist quasi das Tournament oder der eigentliche Championship dann. Dann der Zweispieler-Modus hier. Spiel laden. Verschiedene Optionseinstellungen hier. Wiederholungen kann man sich ansehen, die Rekorde. Die Eröffnungsfilme der Rallyes kann man sich hier anschauen. Ist ganz nett gemacht. Dann hier Spielbildschirm ist eigentlich relativ selbsterklärend. Ich mache den Gang, die Geschwindigkeit. Das Beifahrersignal, was ja akustisch auch nochmal vorgelesen wird, siehst du dann hier. Also ich muss mich eher an das Signal halten, als das, was mir vorgelesen wird. Vor allem, wenn du noch nebendran laberst, dann ist er ganz vorbei. Dann labern zwei, einer von rechts, einer von links. Geht gar nicht. So, dann die aktuelle Zeit. Da haben wir hier eine Übersicht über die Strecke. Das ist eigentlich auch ganz gut gemacht. Bei anderen Spielen ist mir das meistens zu klein, dieser Ausschnitt. Hier für das Spiel geht es aber eigentlich. Ja. Und hier oben hat man nochmal einen Balken, so eine Fortschrittsanzeige für die Etappen, für die Einzelnen, wie weit man ist. Ne? Genau, dann haben wir hier die Punktevergabe. 10 Punkte bis 1 Punkt. Der Sechste kriegt noch einen. Ich glaube, das haben sie aber dann geändert zwischenzeitlich. Ich glaube, das kann haben sein, das zwischenzeitlich 25 hoch, wie es bei Formel 1 auch ist, für den ersten und mehr runter. Aber das bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Genau, und hier das, was wir eben schon mal angesprochen haben. Ne? Hier die Beifahrersignale entsprechend mit den Nummern, die gesagt werden. Harpin ist eine entsprechende 180-Grad-Kurve. Über Kuppe gibt es noch, das heißt, es geht so ein kleines bisschen einen Hügel hoch, ne? Genau, das sind aber alles feststehende Begriffe, das heißt, alle müssen die entsprechend auch so vorlesen, damit der Fahrer dann weiß, was jetzt wirklich Phase ist. Ne? Genau. Genau. Das ist das, was wir eben schon mal erklärt hatten, wie man das Auto noch mal ein bisschen modifizieren kann.
Und hier haben wir dann nochmal die verschiedenen Wagenbeschreibungen. Finde ich auch ganz schön gemacht. Schön gemacht. Auch mit dem Bild dabei, auch in Farbe und bunt. Und bunt, genau. 7 Fahrzeuge sind es hier jetzt in der Anleitung. Ja. Genau, und dann hier entsprechend nochmal die Credits, Evolution Studios. Und hier haben wir ein bisschen Lizenzmusik auch noch drin. Die ist hier entsprechend auch nochmal. Und das war's. Und hinten auch nochmal eine Werbung für das Endor Fanatic Speedster 2. Ach, das war das, was wir in der Anleitung auch schon gesehen hatten. Ja. Sieht auch ganz nett aus eigentlich. Ja. Schön. Ja, so, die Fachpresse war eigentlich durchweg ganz gut begeistert von dem Spiel, hat eigentlich fast durchweg hohe Wertungen bekommen. Also die Zeitschrift Maniac hat dem Spiel damals 77% gegeben. Die, jetzt kommt wieder deine Lieblingszeitschrift, Play the PlayStation, hat dem Spiel satte 88% gegeben. Das ist schon viel, ja. Die Zeitschrift Players hat 76% gezückt, die Playzone 85% und die PlayStation Games 86% nochmal. Also man sieht, Bewertungen sind schon ganz gut und das deckt sich auch mit dem, was wir gesehen haben. Ja, definitiv. Also mich hat es tatsächlich vom ersten Mal spielen direkt auch mit Wheel, also direkt in seinen Bann gezogen, muss ich sagen. Und mit der richtigen Kameraeinstellung. Ich habe dir direkt euphorisch geschrieben an dem Abend noch, als ich gerade gespielt habe, gesagt, das müssen wir demnächst mal irgendwann machen. Ja. Gut, es hat jetzt fast ein Jahr gedauert, bis wir es gemacht haben. Ja, wir haben es gemacht. Die Vorfreude war groß. Ja, und wenn ihr es jetzt heute spielen wollt, dann müsst ihr gar nicht viel Geld in die Hand nehmen. Das Spiel kriegt man tatsächlich, den ersten Teil hier, zwischen 2 und 5 Euro. Schnapper. Schnapper, ähnlich wie das erste MotoGP, was wir schon mal vorgestellt haben. Das kostet ja auch nicht viel mehr. Und wie gesagt, wir schauen jetzt rein für euch und ich hoffe, ihr seid genauso begeistert wie wir von dem Spiel. Viel Spaß mit World Rally Championship für die PlayStation 2. Sony gerade in der Matrix. Computer Entertainment. Nee, die Matrix kommt jetzt erst, glaube ich, oder? Eben war es schon. Ja, wir es schon so ein drittes Mal starten. Ich habe ein Déjà-vu. Siehst du, da steht die Matrix. Achso, die stand vorher auch schon. Ja, genau. Ja, ich bin auch in der Matrix. Da ist auch nichts mehr. So. Wir entscheiden uns mal spontan für... Fürs Finish. Stimmt, der Controller ist noch nicht angeschlossen. Wir gleich ein Menü noch umstellen. Wir haben ja Gott sei Dank, und ja, nicht wundern, das ist normal, das Lenkrad dreht sich und wir wissen damit, es ist da. So, World Rally Championship. Den Schriftzug finde ich auch ganz cool, also den Schriftfont. Das ist gut, ja. Das Intro finde ich cool. Ja, das ist nämlich das Schöne. Da seht ihr nämlich jetzt erstmal ein richtig schön langes Intro. Genau, hier. Und du siehst gleich auch mal so ein bisschen an der Strecke, was da so für Fans neben auch stehen und wie knapp das alles ist dann auch. Ja. Also das ist schon nicht ohne, wenn die da entlang pacen. Ist auch aufwendig gemacht, ne? Wenn man hier mal sieht, auch für die Zeit, ne? Das Tracking hier von den Rädern, wenn der gerade gefahren ist und solche Geschichten. Ist auch. Aber was wir nicht gesagt haben, die starten in einem Abstand von 1 oder 2 Minuten meistens. Bei der World Rally Championship 1, also bei der, was wir jetzt spielen, 2 Minuten Abstand, genau. Bei allen anderen in 1 Minute Abstand. Deswegen hast du eigentlich fast nie gleichzeitig, gut, wenn du natürlich an den vorherigen ranfährst, hast du immer mal jemanden mit auf der Strecke, aber ansonsten geht es halt oder immer. Oder wenn einer einen Crash hat oder irgendwo wieder zurückkommt. Da seht ihr mal, wie eng das ist. Das ist schon übel eng, ne? Also wenn da irgendeiner aus Versehen rausschlittert, dann ist vorbei. Also. Das ist brutal. Deswegen geht es halt immer nur auf der Strecke gegen die Zeit und du hast eigentlich fast nie jemanden dann vor dir. Hast du gesehen, die Verrückten, die da hinterherlaufen noch, ne? Das ist ja also wie am Radfahren auch, wenn die, finde ich immer so schlimm, wenn die neben den Fahrradfahrern herlaufen, so dicht die Berge hoch, dass da nicht noch mehr passiert, das teilweise schon. Definitiv. Ich muss sagen, die Musik finde ich auch sehr, sehr cool. Ist es auch. Das ist ein richtiger Ohrwurm. Ja, das ist cool. Das Spiel ist einfach nur geil. Ja. Schön durch die Stadt oder durchs Dorf. Gut. Minus 10 Grad. Ich merk's auch schon. Es wird ein bisschen frostig. Deswegen sind wir, wenn wir gleich in der Wüste sind, wird's ja auch wärmer. Das ist schon krass, ne? Auch gerade beim Schnee hast du eben gesehen. Okay, da haben wir einen Crash jetzt gesehen. Ja. Beim Schnee hast du auch gerade gesehen, mit was für einer Geschwindigkeit die da durchpacen. Mhm. Ne? Das ist schon echt Wahnsinn. Da wieder hochgehoben. Und weiter! Die Namen stehen auch immer an den Rückscheiben. Ne? Immer beide, Pilot und Co-Pilot.
auch so geil. Du stehst den ganzen Tag da und freust dich, wenn die eine Sekunde einer vorbeifährt. Genau. Naja, im günstigsten Fall kommt in 1-Minuten-Abständen dann ja jemand aber vorbei. Für eine Sekunde, weißt du? Ja, genau. Ja, das hatten wir, glaube ich, bei unserer Vorstellung von dem Tour de France-Spiel ja auch schon, dass wir mir irgendwie zu doof da an einer Stelle zu stehen. Also dann verfolge ich es ja lieber irgendwie im Fernsehen oder sowas, wo es übertragen wird, dass du auch eher sehen kannst, wie der jetzt fährt. Ja, das stimmt. Wenn der da einmal um die Kurve fährt, dann ist auch nicht viel gewonnen. Ne? Das stimmt, ja. Ich bin mal so frei. Genau, wir müssen erstmal wahrscheinlich über den Controller nochmal in den Optionen das umstellen. Wie gesagt, Championship, Einzelrennen, Zeitrennen und die WRC-Herausforderungen. Vor allem also UN hätte jetzt auch noch hingepasst. Weil Herausforderungen. World Rally Championship, wenn man oben drüber guckt, ist ja viel länger. Ja. Also, naja, gut. So, hier der Zweispielermodus. Hier könnten wir ein gespeichertes Spiel laden. Und jetzt schauen wir mal hier in den Controller-Einstellungen. Situation an. Ja, wir haben aber eigentlich das Force-Feedback Wheel aktiv. Ne? Also komischerweise hat es eben nicht funktioniert. Dann müssen wir gleich mal gucken, warum. Ja. Was sollen wir denn zuerst machen? Sollen wir erstmal ein Einzelrennen fahren und dann die World Rally Championship? Ja. Oder mal in jeden Modus mal kurz reinfahren? Ja, dann nochmal in jeden mal kurz rein, ja. Dann machen wir erstmal Einzelrennen. Das müsste aber theoretisch, ja, geht auch schon über das Wheel. Da können wir jetzt nur dann vier auswählen. Ja, dann nehmen wir mal direkt Schweden. Da haben wir nämlich ein bisschen Schnee und Eis. Nimm mal Profi. Was hat denn jetzt? Das was schwarz gelb ist. Das gelb ist, ja. Ah, das gelb ist, genau. Ja. Wenn ihr mal Anfänger. Wenn man mal Anfänger. Wir nehmen mal den Peugeot 206. So, da siehst du nochmal, kannst auswählen zwischen Gilles Panizzi und R. Panizzi. Ich würde mal sagen. RW Panizzi. Das E mit dem Akzent ist ein E, ein langgezogenes. Okay, ich nehme die anderen. Das habe ich aus meinem französischen Schulunterricht noch mitgenommen. Ich nehme die anderen. So, wie heißen die denn? Markus Gröner oder Timo Rautiainen? Der Rautiainen. Der Rautiainen, den nehme ich jetzt mal. So. Ich glaube, du musst noch ein bisschen mehr, sonst kommst du mit den Füßen nicht an die Pedale dran. Das weiß ich, wie manche sich beim Autofahren fühlen. Ach so, ja, was soll ich den Controller machen? Das ist ein bisschen Kabelsalat hier gerade. Wir machen das hier. So. Geht's? War doch deine Leibspeise, oder? Kabelsalat. Ja, schön. Auch hier, schön, nochmal kurzes Intro. Ja. Video vorneweg. Ne? So, hier sehen wir jetzt Wetter, Schnee. Mhm. Straßenbelag, auch Schnee. Das heißt, wir müssen unser Auto entsprechend gleich ausrüsten. Und hier finde ich es ja schön, ne? Die Gänge. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, kurz oder mittel hatte ich immer. Ja, ich würde auch sagen, kurz. Kurz fast, ne? Ja, Bremsstärke lassen wir mal auf normal. Mhm. Für lose Belege, also wenn viel Geröll oder sowas da ist. Für stark, für Asphalt, deswegen lassen wir es mal normal. Ja. Die Lenkung steht auf schnell. Das war bei mir zumindest immer am günstigsten irgendwie. Das Spikes brauchen wir jetzt für Schnee und Eis. Definitiv, genau. Und Mittel, Schotter- oder Schnee-Etappen für die Federung. Genau, das sieht alles sehr gut aus. Hier hatten wir es eben gesehen, die Shakedown-Möglichkeit, wie gesagt, dann könnte man das wohl, haben wir noch nie ausprobiert irgendwie, aber da kann man wohl eine sozusagen zweimal eine Proberunde fahren. Ich muss mal ein bisschen mit der Rechner dran kommen. Gut. Wir hoffen, ihr seht uns beide die ganze Zeit. Ja. Ansonsten, wenn einer kurz mal weg ist. Wäre vielleicht besser für euch, wenn ihr uns nicht die ganze Zeit seht. Die Kamera hat keinen Weitwinkel, dann ist das leider so. Weil immer einer mittig am Lenkrad sitzen muss. Ihr müsst ja aufs Spiel gucken, nicht auf uns. Richtig, genau. Unsere Hackfressen seht ihr ja vorher schon. Ja. So, warum man das jetzt hier nicht findet, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das hatten wir eben schon. Das hatten wir eben schon mal, ganz genau, ja. USB, steck's mal in den anderen USB-Port vielleicht. Ich glaube, du brauchst zwei Hände. So, das Spiel gleich aus, jetzt wisst ihr, was der Kevin gemacht hat. Ein GT Force Feedback Lenkrad wurde in USB-Anschluss 1 eingeschlossen. Man macht einfach den richtigen. Achtung, es geht los! Bin da!